Darüber möchte ich noch sprechen mit der französischen Journalistin Cécile Calamy, auch aus Paris zugeschaltet. Also wir haben es gerade mehrfach gehört, diese Warnungen, dass es jetzt nicht viel besser ist, als wenn Le Pen gestern Wahlsiegerin geworden wäre. Da gibt es einige Themen, bei denen man auch große Sorgen hat. Wie gefährlich könnte das tatsächlich für Europa werden? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mélenchon jemals einen Posten mit viel Macht bekommt? Also ich würde schon nuancieren, es gab eine große Erleichterung in Frankreich und ich glaube auch in Europa und in Deutschland, dass die IRN nicht die absolute Mehrheit gestern erreicht hat. Und was Herrn Mélenchon betrifft, seine Partei stellt ja etwa ein Drittel dieses Linksbündnisses. Das heißt, er kann nicht alles bestimmen und nicht entscheiden, was die nächsten Wochen geben werden oder was zu verhandeln gibt. Und ich kann Ihnen sagen, dass innerhalb des Linksbündnisses, es gibt ja vier Parteien, die Kommunisten, die radikalen Linken von Mélenchon, die Sozialistische Partei und die Grünen. Und diese drei weitere Parteien, ich glaube, es gibt nicht so viele Anhänger, die sich ein Premierminister Mélenchon wünschen. Bei der Partei von Macron gar nicht zu reden. Insofern sieht es nicht so gut aus, dass Mélenchon jetzt Premierminister in Frankreich wird. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass wir keine Klärung gestern bekommen haben. Das war ja das Ziel von Herrn Macron, das Parlament aufzulösen, damit man klare politische Verhältnisse bekommt. Jetzt sind wir sozusagen im Nebel gelandet, weil keiner der drei größten Block, also den Linksbündnis, die Partei von Emmanuel Macron und die IRN hat die absolute Mehrheit bekommen. Aber wer weiß, wir befinden uns in einer neuen Situation, vollkommen neuen Situation. Es gab es noch nicht, dass kein einzigen Block also so wenig Abgeordnete hatte. Jetzt liegt der Ball sozusagen im Parlament. Eigentlich wollte Herrn Macron, als er 2017 angetreten ist und gewählt wurde, wollte eigentlich auch mehr den Parlament mehr Kompetenzen geben. Vielleicht ist die Zeit gekommen. Also vielleicht muss man vielleicht nicht so negativ und skeptisch sein. Vielleicht gibt es auch die Chance, dass man sich politisch erneuert und einen Weg findet und nicht nur Stillstand produziert. Positiv in die Zukunft schaut auch Marine Le Pen, wo sie gestern so überraschend mit ihrer RN nur auf dem dritten Platz gelandet ist. Sie sagt, man würde den eigenen Erfolg damit nur aufschieben. Also noch immer sehr viel Vertrauen darin, dass bei den nächsten Präsidentschaftswahlen das Ganze ganz anders aussieht. Ist das jetzt ein vorzeitiger Stopp des Rechtsrucks? Genau, es ist ein vorzeitiger Stopp, wenn tatsächlich jetzt in den nächsten 3 Jahren bis zur nächsten Präsidentschaftswahl 2027 tatsächlich nicht die Probleme also gelöst wird oder dass wir nicht eine andere Politik haben. Die Franzosen, und vor allem die Franzosen, die für die IRN gewählt haben, die wünschen sich mehr soziale Justiz. Soziale Justiz im Kampf auch gegen den Klimawandel, dass es nicht auf bestimmten Schultern immer lastet. Sie wünschen sich, dass der Staat sichtbarer wird, dass die öffentlichen Dienste wieder ihre Arbeit sind. Es geht um ganz alltägliche, konkrete Sachen wie ein Allgemeinarzt in dem Dorf oder in der Kleinstadt zu haben, ein Krankenhaus zu haben. Dass man nicht so weit muss zum nächsten Postamt oder zum Finanzamt. Es gab ja schon viele Alarmzeichen seit 2017, allein die Protestwelle mit den gelben Westen. Und ich glaube, diese Alarmzeichen wurden zu wenig gehört. Man kann natürlich nicht alles in ein paar Monaten lösen, aber ich glaube, man könnte auch vielleicht erstmal einen Weg finden, vielleicht anders politisch zu diskutieren und zu debattieren. Und allein diesem Beispiel sozusagen die Frage, wer Premierminister wird, ist, glaube ich, nicht die Priorität für die Franzosen, sondern welche Politik wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden. Und das wird man auch aus anderen Teilen Europas ganz genau beobachten. Cécile Calamy, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung.